Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Minecraft und wir sind immer noch dabei, uns zu überlegen, wie wir hier am besten Gehege noch ansetzen. Ich glaube, ich gehe erstmal pennen. Ich bin gespannt, haben wir das Bett hier eigentlich noch? Haben wir das noch? Ja, wir haben es noch. Sehr schön. Und hier ist mittlerweile auch ein bisschen erleuchtet. Das ist doch schön. Ja, nichtsdestotrotz hilft mir das jetzt aktuell erstmal nicht. Okay, das ist schon mal schön. Und dann würde es hier weitergehen. Aber eigentlich würde ich das hier ein bisschen größer haben wollen. Das ist mir doch echt zu schmal. Aber auf der anderen Seite, wenn wir hier das Tor reinsetzen, wie sieht denn das aus? Wenn wir wirklich nur so und hier einen ganz schmalen Gang machen. Das wäre ja dann wirklich nur so ein Gang für mal hinten lang zu gehen. Und dann werden die Schweine, Schafe, je nachdem, was wir nehmen, haben ein bisschen größeres Gehege. Ist das besser? Ist das besser? Ist zwar trotzdem sehr symmetrisch dann, aber es ist ein Ticken größer. Dann kann das hier erstmal wieder zu. So. Haben wir die Lumber-Ex dabei? Ja, das haben wir. Das heißt, das hier können wir erstmal getrost um. Mähen. Und sehr schön, der Baum hat keine Zicken gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich. War da eine Schlange? Da war eine Schlange. Hey, hörst du auf mich an, du Psten? So. Dann, wie weit ziehen wir denn das? Okay. So, ja. Ich glaube, das reicht. Dann haben wir hier ein langes Gehege. Und hier könnten wir eigentlich drum ziehen. Ja, dann müssen wir uns überlegen, von was wollen wir... von was wollen wir weniger haben? Von Schafen oder von Schweinen? Na, was wäre so eure Idee? Boah, das... Huch, wobei das schon ziemlich krass wäre, ne? Nur für Schafe. Da könnte man ja eigentlich fast schon ein doppeltes Gehege draus machen. Oder? Na, kommst du her hier. So. Dann haben wir das zu. Und dann sperren wir hier gleich automatisch auch eine Kuh mit ein. Ist zwar gar nicht gewollt eigentlich, aber naja, mein Gott, hat so Pech gehabt, wenn sie da rumsteht, wa? Ja. Diese blöden Blumen, ne? Das ist ja... So. Okay. Okay, so, jetzt gehen wir mal ganz kurz hoch auf den Balkon und schauen uns das an. Machen uns mal einen Überblick. Ob das wirklich halbwegs brauchbar aussieht oder ob ich da einfach nur eine ganz doofe Idee hatte. Kann ich hier nicht hoch? Ne, kann ich nicht. Okay, dann haben wir hier, hätten wir Gehege und da hätten wir ein großes Gehege. Das ist eigentlich noch mit das Größte, das da drüben. Die Kühe, was machen wir dahin? Schafe, Schweine. Dann könnte man sich sogar überlegen, ob man das nochmal unterteilt in verschiedenfarbene Schafe. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Da bin ich mir nicht so einig, weil ich hatte das schon mal. Und hatte weiße und schwarze, glaube ich. Und irgendwann hatte ich dann doch graue. Und von daher, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Okay, so, dann machen wir hier auf jeden Fall noch zu. Das machen wir auf. Was haben wir hier hinten gemacht? Das haben wir noch gar nicht weitergeführt. Ist die Frage, ob man das überhaupt braucht, ganz ehrlich. Ob man das überhaupt braucht. Ach, wisst ihr was? Komm, ich führe das jetzt hier hinten weiter und dann haben wir halt hier keinen Gang hinten lang. Was soll denn das? Das ist, glaube ich, übertrieben, oder? Na, komm schon, so. Ja, nee, brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann wird es noch ein bisschen größer. Und dann geht es jetzt aber darum, dass wir uns sowohl Schafe als auch Schweine überhaupt erstmal organisieren müssten. Weil der Gedanke ist zwar schön und gut, aber wir bräuchten sie dann halt auch erstmal, ne? So.
Und ich verhungere fast, ich sehe es schon. Wo ist denn jetzt? Haben wir die gar nicht eingesammelt? Da ist er. Klack. Und wisst ihr, was wir da essen können? Wir haben nämlich hier noch so einen leckeren. Ach, ich dachte, das ist ein Kuchen, aber eine Hühnerfleischpastete. Na, das passt doch zu dem, was wir hier gerade machen. Und satt. Sehr schön. Sehr schön. So. Naja, dann haben wir hier auf jeden Fall abgetrennte Gehege schon mal. Das finde ich schon mal gut. Dann machen wir da oben noch einen Eingang. Dafür brauchen wir aber noch Türchen. Dann brauchen wir hier noch eine Tür, mindestens eine. Und hier auch. Naja, läuft doch. Und dann könnten wir uns überlegen, ob wir hier noch eine Tür hinmachen. Wie machen wir die denn? Wie war denn das? So. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Ich mache mal 5. So. So, dann können wir nämlich hier eine setzen. Klack. Und wir können eine setzen. Ich sag mal hier. Oh, ich weiß nicht, ob das Mitte ist, ist aber auch Wurst. So, und zack. Und dann setzen wir noch eine hier. Ah, Blödvieh. So. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann müssen wir natürlich hier auch noch rumgehen mit Fackeln und allem drum und dran. Das ist klar. Was ist denn das da hinten? Ist das eine Katze? Eine Katze! Ja! Da ist eine Kuh, die da nicht hingehört. Oh, das ist doch jetzt aber mal großzügig geworden. Weil das Kuhgehege echt ein bisschen klein ist. Da wäre ich ja fast dafür, dass wir hier aufmachen, das Kuhgehege hier hinmachen, da drüben Schweine und hier Schafe. Vielleicht machen wir das auch mal. Vielleicht mache ich das nochmal auf, ziehe alle Kühe hier rüber, weil Kühe werden wir doch, glaube ich, am meisten oder am ehesten gebrauchen können, oder? Weiß ich nicht, aber das mache ich mal. Ich gehe mal kurz Getreide holen, weil wir wollten sie ja eh noch zur Paarung anregen. Da brauchen wir sowieso Getreide. Ui. Ich nehme mal das in die Hand. So, und dann nehmen wir das mit. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ja, ein bisschen was, okay. Und den Kram weg. Ja, ich weiß, haben wir in der letzten Folge schon ausgiebig gemacht. Also ich meine, hier Zeug einsortiert, aber wenn wir das halt finden, dann muss es halt wieder weg. Ist ja nun mal so. So, den Samenkram, das können wir unten noch schnell wegbringen. Okay, dann brauchen wir, das war auch clever. Gut, dass es mir jetzt noch einfällt. Wir brauchen nämlich auch noch Möhren. Nein, die haben da nichts zu suchen. Wir brauchen nämlich auch Möhren, wenn wir noch auf scharfe Tour gehen wollen. Dann brauchen, Quatsch, auf scharfe Tour vor allen Dingen, auf Schweinetour. Dann brauchen wir auch eine Handvoll Möhren. So, wo sind sie? Da sind sie. Möhren, Möhren. Gut. Gut. Dann werden jetzt erstmal die Kühe umgesiedelt. Ja, machen wir das? Ja, doch, das machen wir. Dann machen wir das mir mal so. Klack, klack, klack und klack. Okay, dann können wir hier die Tore erst einmal aufbrechen. So und so. Und so. Und dann. Hallo. Alle bitte. Denkt dran, wer jetzt nicht mitkommt, der hat die längste Zeit gelebt. Ich warne euch vor. Ich warne euch vor. Alle miteinander. So, das wird zugemacht. Und ihr habt verwirkt. Ihr habt verwirkt. Das tut mir leid. Bisschen. Aber eigentlich nicht. Da muss ich mal gucken. Da fehlt uns ja auch noch ein Tor, ne? Da sind wir bis dato auch immer nur rübergehopst. So. Klack, 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 klack. Ja, ihr habt die Freiheit gesehen, ne? Aber ist nicht. Ist nicht. Ihr könnt schön hier bleiben. Und euch vermehren und Kinderchen machen und pipapo. So, und der Rest da drüben. Wie gesagt, ein bisschen tut's mir ja leid, aber eigentlich nicht. Und dafür, hast du doch, wollte gerade sagen. Dafür, dass es mir nicht leid tut, droppst du ihm einfach mal nischt. Aber stimmt nicht. War gelogen.
War eh schon fast down. Ein Hut, ein Hut. So, und in den Po. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und hier machen wir uns ein Türchen rein. Gut, dass wir noch eins haben. Haben wir noch eins? Ja. So. Klick. Ja, das mit den Hühnern geht tatsächlich nur suboptimal voran, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass die hier ganz fleißig sprießen. Na gut. Na gut. So, als nächstes gehen wir, bevor wir jetzt auf große Tour gehen, gehen wir erstmal pennen. Also wie ich das sehe, ist es nämlich gleich schon wieder Nacht. Na komm. Ich glaube, wir haben die hier reingepackt. Kann das sein? Brauchen wir mehr? Oder funktioniert es einfach nur nicht? Bitte lasst es mich wissen, wenn ihr Ahnung habt und ihr wisst, dass es nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert oder wie auch immer. Redet mit mir, bitte, bitte, bitte. Lasst mich nicht doof sterben. Renn ich jetzt eigentlich los ohne Essen? Ah, nee, ein paar Burger habe ich noch, okay. So, ach. Du bist auch noch da. Ist doch der von vorhin, oder? Okay. Wir wollen Schweine und Schafe. Ich glaube, wir müssen das separat machen, weil Schweine eben Möhren und Schafe Getreide, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Da ist noch ein Huhn. Zwei Hühner. Jetzt finden wir bestimmt hier ewig keine Tierchen. Naja, gucken wir mal. Die Ziegen können mir eigentlich gestohlen bleiben. Auf die habe ich nämlich auch keine Lust. Häschen! So. Und hier hinten gab es doch was. Hier waren wir doch schon mal. Schweine. Sehr schön. Die nehmen wir uns mit. Die nehmen wir uns mit. So. Und zack. Schweinchen. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich hoffe, wir kriegen die so weit. Zwei würden ja eigentlich schon reichen. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht gleich allzu tief. Zwei wären echt genial. Ah, los, komm, 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 komm. Jetzt müssen wir eigentlich nur geradeaus, ne? Mal schauen, wann wir in ein Loch fallen. Na, kommt schön beide mit. So, kommt beide mit. Kommt beide mit. Ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, Hügel ist fies, ne? Hügel ist total fies. Bin ich euch zu schnell? So. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Sehr schön. Dann können wir die nämlich auch gleich schon einmal Nachwuchs zeugen. Und jetzt müssten wir sogar schon da sein. So, kommt, kommt. Oh, wir machen das anders. Wir machen das anders. So, kommt rein. Kommt rein. So. Und schnell einen Zaun hier genommen. Und zugemacht. Klack und klack. Wir haben zwei Schweine. Und die haben jetzt hoffentlich ein kleines Ferkelchen gemacht. Da ist es. Da ist es. Sehr schön. Das heißt, wir müssen fleißig wieder Schweinchen zur Paarung animieren. Und bevor ich jetzt wieder losrenne und es dann eh nicht schaffe, weil die Folge nämlich jetzt zu Ende ist, machen wir diese Folge einfach mal einen Tucken kürzer. Dafür rennen wir in der nächsten Folge gleich wieder los und besorgen uns mal Schäfchen. Meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt, wo sind die Schafe? Und von daher, bis zur nächsten Folge, euer Showtime. Tschüss.